Das Halloween Special 2024 hat in GTA Online gestartet. Es ist schon einiges ins Spiel gekommen, aber es kommt auch in den nächsten Wochen noch einiges. Und was wir jetzt schon so bekommen haben, was uns noch so erwartet, was wir erwarten können und wann uns das erwartet, das erkläre ich dir im heutigen Video. Dementsprechend lehn dich zurück, schnapp dir was zu essen und zu trinken und dann geht's direkt los. Zunächst einmal haben wir gestern bereits so den Standard-Grundsatz-Content in GTA Online bekommen. Und zwar einmal die Masken, die Gesichtsbemalungen, aber eben auch die Hupen, die Wackelköpfe und eben auch zwei neue Masken. Und der Kategorie Halloween-Autos wurden ebenfalls zwei weitere Autos hinzugefügt, die ihren Comeback in GTA Online gefeiert haben. Und zwar wäre das einmal der Tornado Red Rod und der Romero Hearst. Das bedeutet, dass alle neuen Halloween-Autos, also Frank Stench, Lurcha, Sanctus und jetzt eben die beiden neuen Tornado und Romero, den gesamten Oktober hinweg wieder gekauft werden können. Auch GTA Plus-Mitglieder haben gestern schon den ersten Halloween-Content bekommen, allerdings muss man sagen, ist der im Vergleich zu den letzten Jahren ziemlich mau. Denn einmal bekommen wir die Totenkopf-Lackierung für den Night Shark und die Amazing Albani 2-Lackierung für den Hermes. Dazu die Damon Biker-Jacke, noch eine Puppenmaske und eben die blass genähte Maske. Ja, noch ein bisschen anderer Kram, wie irgendwelche Chamäleon-Lackierungen oder so, aber davon ist irgendwie nicht so super besonders, weswegen ich das jetzt mal außen vor lasse. Alle weiteren Informationen zu GTA Plus findest ihr ja auch bei uns im WhatsApp-Kanal. Das, glaube ich, brauche ich jetzt hier nicht nochmal alles vortragen. Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass dieses Jahr die GTA Plus-Bonis echt ein bisschen enttäuschend sind. Ich meine, schaut euch mal die Outfits aus den letzten Jahren an. Das Mumien-Outfit, richtig krass. Der Bodysuit, der Skelett-Bodysuit, extrem nice. Und dieses Jahr einfach so eine komische rote Jacke. Ja, die ist ganz lustig so, aber nicht als GTA Plus Bonus, wenn ich mir überlege, dafür Geld ausgegeben zu haben. Aber genug zu dem, was wir jetzt schon im Spiel haben. Lass uns doch viel mehr mal darüber reden, was spannend ist. Über das, was uns in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch rund um Halloween erwartet. Und das wäre zum einen mal ein neuer Job. Und zwar in North Yankton. Ja, es ist das erste Mal, dass wir im Online-Modus, sage ich mal, nach North Yankton fliegen können. Und zwar mit einem neuen Überlebenskampf. Rockstar Games hat das Ganze ja bereits auf dem Newswire angekündigt, also es ist eine klare Sache, dass der nächste Woche Donnerstag erscheinen wird. Es wurden auch schon bestimmte Props gefunden, die in diesem Gegnermodus verwendet werden werden. Zum Beispiel den Zombie-Juggernaut und noch ein paar mehr. Also wird ein ziemlich cooler Job und es ist eben das erste Mal, dass wir im Online-Modus noch nach North Yankton fliegen können. Das war bisher nicht möglich. Insofern eine sehr interessante Sache. Genauer hat Rockstar Games wörtlich geschrieben: Nächste Woche kehrt ihr dann zum ersten Mal in GTA Online nach North Yankton zurück, um die marschierende Armee der Untoten in einer neuen Community-Herausforderung zu besiegen, die nur für kurze Zeit verfügbar ist. Also ihr merkt schon, das klingt spannend, das klingt cool, vor allem natürlich North Yankton als Schauplatz zu wählen, ist eine sehr, sehr coole Sache. Wie am Ende dann der Job ausfällt, werden wir uns nächsten Donnerstag zusammen im Stream anschauen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall schon extrem drauf. Außerdem gibt es noch zwei Outfits im Coding, die uns erwarten werden in der nächsten Zeit und das wahrscheinlich dann auch nächsten Donnerstag. Und zwar wäre das einmal die Skelett-Bodysuits in Türkis und in Orange, sowie noch ein weiteres Outfit und zwar müssen wir das allerdings freischalten durch die Geisterjagd. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn erstmal werden auch diverse Events nächste Woche wieder zurückkommen. Da hätten wir einmal das UFO-Event. Denn ihr kennt das vielleicht noch aus den letzten Jahren, jeden Tag im Oktober kommt ein UFO dazu und am Ende ist der ganze Himmel voll mit UFOs und es gibt dieses Jahr damit wieder eine neue geheime Waffe zum Absahnen und natürlich auch eine neue Art dieses Events. Denn so wie in den letzten Jahren wir es auch schon kennen, wird jeden Tag ein UFO dazukommen, welches wir dann wieder fotografieren können. Die Sache ist aber diesmal, dass wir dann bei manchen UFOs zwar wieder einfach nur fotografieren können, bei anderen können wir uns aber auch in die Alien-Basis aufsaugen lassen. Soweit, so gut. Das war auch letztes Jahr so. Da konnte man ja auch unter ein bestimmtes UFO gehen. Da wurde man dann hochgezogen und dann ist man eben kurz auf so einer Liege aufgewacht, bevor man dann wieder in die Open Lobby geschmissen wurde. Und dann hat man eben mit etwas Glück so eine Unterhose freigeschaltet. Dieses Jahr hat Rockstar Games das Ganze allerdings ein bisschen verbessert und auch ein bisschen cooler gemacht. Und zwar haben sie die gesamte Alien-Basis betretbar gemacht. Also das, was ihr hier gerade alles im Gameplay seht, das können wir dieses Jahr betreten. Mit einem kleinen Rätsel müssen wir dann daraus auch flüchten und während der ganzen Sache können wir eben einfach auch den Schocker, dass dieser Taserstab legal sozusagen freischalten. Es gab ja schon Tricks, wie man das Ding schon früher bekommen konnte. Aber jetzt können wir es dann ab Oktober komplett freischalten. Da das natürlich das absolute Highlight vom ganzen Event ist, wird sich Rockstar Games das relativ lange aufheben. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal die ganz normalen Standard-UFOs abhandeln, immer fotografieren und dann gegen Ende des Halloween-Events, also ich denke sogar nur am 31. oder die Woche vor dem 31. Oktober, können wir dann
uns eben aufsaugen lassen und entsprechend dann hier diese Waffe freischalten. Aber zum UFO-Event werde ich ja nochmal ein extra Video machen, damit ihr genau wisst, an welchem Tag ist wo, welches UFO, was müssen wir damit machen, um was zu bekommen. Also lasst einfach ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und wenn ihr euch darauf schon mal ein bisschen einstimmen wollt, schaut euch auf jeden Fall mal mein Clifford-Video an. Da habe ich nämlich eine kleine, ja man kann schon sagen, Doku gemacht rund um Clifford in GTA Online. Und wie das mit der Alien-Basis zusammenhängt, wie das mit Doomsday Heist zusammenhängt und so weiter. Sehr, sehr krasses Video geworden damals. Ich verlinke es euch gerne mal oben rechts in der Infokarte. Checkt es unbedingt ab. Aber es gibt natürlich noch mehr Events in GTA Online, denn auch das Ghost Exposed Event wurde dieses Jahr verbessert. Ihr erinnert euch, letztes Jahr mussten wir so eine Geisterjagd in Sandy Shores machen. Wenn wir alle Geister fotografiert haben, haben wir eine besondere Lackierung für den Brighton bekommen, und zwar die Ghost Exposed Lackierung. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht nur eine Lackierung bekommen, sondern ein ganzes Outfit. Außerdem haben Rockstar Games passend dazu eine neue Geisterroute ins Spiel gebracht, und zwar sind diese diesmal in der Stadt unterwegs und nicht in Sandy Shores. Also ist eine sehr spannende Sache. Ich bin sehr gespannt, ob Rockstar Games dann zwei Geisterjagden ins Spiel macht. Einmal die im Norden für die Lackierung, einmal die in der Stadt fürs Outfit. Wie auch immer, dazu werde ich auch nochmal ein extra Video machen mit allen Geister-Locations. Also ihr merkt, es lohnt sich, ein Abo da zu lassen, denn in der nächsten Zeit passiert sehr, sehr viel. In diesem Video hier möchte ich euch erstmal so einen Gesamtüberblick irgendwie vermitteln. Übrigens, die Leute, die jetzt hier gerade das Gameplay mit mir erspielt haben, sind alles Kanalmitglieder hier auf YouTube. Und ich mache das immer so, dass ich auf Discord in den VIP-Kanal reinschreibe, yo, ich nehme jetzt Gameplay auf. Und wenn der dann eben Mitglied ist, hat man als eines der ganzen Vorteile, dass man das eben sieht und mitzocken kann. Also überleg doch, ob du nicht den Kanal supporten möchtest, Kanalmitglied werden möchtest und dann als eines der Vorteile auch in Gameplays von Videos mit dabei sein kannst. Geht ganz easy, indem du einfach hier auf Mitglied werden drückst. An der Stelle ein riesen Dankeschön an alle, die schon eine Kanalmitgliedschaft haben. Aber jetzt geht's weiter. Denn es gibt noch haufenweise andere Events, die so wie jedes Jahr wieder ins Spiel reinkommen. Wir haben einmal die besessenen Tiere. Das Wildschwein, den Puma, den Kojoten, den Hirsch und auch der Mops, der euch angreifen könnte. Wir haben außerdem die ganzen Open-Lobby-Schlitzer. Den Clown, den Psycho, den Fahrer und den mit dem Sack auf dem Kopf. Ich möchte ihn nicht Sackschlitzer nennen, auch wenn der eigentlich so heißt. Dann haben wir die Phantom-Autos, also die Christian und natürlich auch den Cerberus, der probiert euch wegzuhitten bis zum Umfallen. Wir haben die Peyote-Pflanzen, mit denen wir zumindest einmal schon das Bigfoot-Outfit freischalten konnten. Mal schauen, ob die Peyote-Pflanzen einfach nur normal zurückkommen oder auch mit Outfit. Dann haben wir die UFO-Konkurrenzkämpfe, die immer sehr, sehr cool sind und sehr, sehr umkämpft, wortwörtlich. Und dann haben wir natürlich noch die Kürbissuche, um das T-Shirt freizuschalten. Wann das alles kommt, ist jetzt eine gute Frage. Das Halloween-Special ist im Prinzip in drei Phasen aufgeteilt. Phase Nummer 1, das sind wir jetzt gerade, bedeutet, wir haben einfach nur diesen ganzen normalen Content. Klamotten, Tuning-Optionen, den ganzen langweiligen Kram. Der hat jetzt begonnen. Stufe 2 ist dann, wenn es richtig losgeht, mit den ganzen Events, die ich gerade aufgelistet habe. Ich denke, das wird nächste Woche Donnerstag starten, denn aktuell läuft ja offiziell noch das Oktoberfest-Event in GTA Online. Das können wir alles noch bis nächste Woche bekommen. Und es wäre komisch, wenn noch das Oktoberfest-Event läuft und dann hätten wir auf einmal schon das Halloween-Event. Das macht wenig Sinn, deswegen. Das wird nacheinander kommen. Dementsprechend ab Donnerstag, vermute ich jetzt mal sehr stark, startet dann das richtige Halloween-Event, Stufe 2. Und Stufe 3 ist dann die völlige Eskalation an Halloween selber. Mit der Alien-Basis, wo wir rein können, mit der neuen Waffe und so weiter und so fort. Also da geht es ja nochmal richtig ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich Jahr zu Jahr aufs Halloween-Event. Nicht nur im Real Life, sondern eben auch in GTA Online, weil es einfach eines der größten und coolsten Events in GTA Online ist, das wir bekommen. Klar, Weihnachten ist auch immer ganz cool wegen dem Schnee, aber Halloween ist einfach viel mehr noch in der Open Lobby los und ich feiere es einfach enorm. Was ist dein Lieblingsspecial und auf was bei Halloween freust du dich am meisten? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das Halloween-Wetter ist natürlich auch eine wichtige Frage. Wird vermutlich auch am Donnerstag starten nächste Woche. Also im Prinzip so alles rund um Halloween startet nächste Woche Donnerstag, bevor dann es sich immer mehr steigert über die UFOs und dann am Ende halt die Alien-Basis so ein bisschen das Highlight ist. Was auch immer und wann auch immer es da sein wird, ich werde euch informieren, sowohl auf WhatsApp, aber eben natürlich auch hier auf YouTube. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, kommt in den WhatsApp-Kanal und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von den ganzen Sachen am coolsten findet. An der Stelle war es das dann jetzt auch schon wieder mit diesem neuen Video. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich wollte euch mit dem heutigen Video einfach mal so einen Gesamtüberblick geben, was wir jetzt so in der nächsten Zeit noch erwarten dürfen und hoffe damit, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Wir sehen uns damit im nächsten Livestream morgen Vormittag, Sonntagvormittag, denn wir haben von unserem Sabaton am Donnerstag noch ein bisschen Zeit übrig. Den mussten wir ja ein bisschen abbrechen. Die Zeit werden wir nachholen. Also, Samstag,
heute habt ihr dieses Video hier mit einer Übersicht über Halloween. Sonntagmittag geht es dann weiter mit dem Sabaton, GTA Online. Und wir streamen so lange, ja, wie der Timer läuft letztendlich. Dementsprechend, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.